Sie sehen hier das Exponat IoT for Process Automation von Peperlund Fuchs. Damit wird gezeigt, wie Feldgeräte in bereits existierenden prozesstechnischen Anlagen, zum Beispiel Ventile oder Durchflussmessgeräte, nachträglich an eine IT-Cloud angebunden werden können. Das ist für Unternehmen der Prozessindustrie, wie zum Beispiel Chemiebetriebe, interessant, die damit ihre bestehenden Anlagen optimieren, ungeplante Ausfälle vermeiden und Wartungsaufwände verringern können. Das Besondere daran ist, es werden umfassende Daten über die Zustände von Feldgeräten bereitgestellt. Es sind keine Eingriffe in das Leitsystem erforderlich und eine Nachrüstung ist mit geringem Aufwand möglich, ohne dass die Anlage komplett heruntergefahren werden muss. Mit den mittels IoT bereitgestellten Zustandsdaten von Feldgeräten können Service und Wartung zustandsbasiert und vorausschauend geplant sowie durchgeführt werden und müssen nicht mehr nach rein korrektiven oder präventiven Konzepten erfolgen. Somit können Wartungskosten verringert und teure, ungeplante Stillstände vermieden werden. Mein Name ist Benedikt Rauscher, ich bin Leiter für globale IoT-Projekte und Industrie 4.0 bei Peperlund Fuchs.